Und wir wollen eine, ich will mal ein paar Lehre starten. Und dass die, das Thema ist, überwinde an der Tore der Gemeinde. Amen. Überwinden an der Tore der Gemeinde. Jesus sagte, ich werde meine Gemeinde bauen. Amen. Und die Pforte des Todesreiches werden es nicht. Was ist die Gemeinde Gottes? Halleluja. Wir sind die Gemeinde Gottes. Amen. Wir sind die Gemeinde Gottes. Wir als Familie, als Person, als Stadt, als Gemeinde in der Stadt, wir sind die Gemeinde Gottes. Amen. Und wir sind das Leib Christi. Wir sind geboren, um Jesus Christus auf Erde zu repräsentieren. Die Frage ist, warum hat Jesus uns nicht im Himmel gebracht? Direkt nach unserer Bekehrung. Das wäre schön, gell? Das wäre sehr schön. Aber warum hat Jesus uns nicht direkt im Himmel gebracht? Um uns vorzubereiten. Wir haben noch Aufgaben. Wir haben noch Dienste. Was ist der erste Dienst deines Lebens? Ein nach dem anderen. Ihr macht wie in der Schule hier. Ja? Wir sind Priester? Anbeter? Gemeinschaft mit Gott? Abgesondert für Gott? Wir sollen mit Menschen mit Gott versöhnen? Ja. Mein erster Dienst. Was ist der erste Dienst, wo ich diene? Anbetung. Gott lieben, ja. Was bedeutet Gott lieben? Seine Gebote zu halten. Amen. Wenn ich sage, ich liebe Gott, wie erkennt man, dass ich Gott liebe? Indem ich seine Gebote, ja, komm langsam zum Punkt. Und wie kann ich das Gebot Gottes halten? Mit Gottes Wort. Gottes Furcht. Ja? Okay, kann ich ein Gebot halten, den ich nicht kenne? Das bedeutet, ich muss erstmal sein Gebot lernen. Amen? Muss sein Gebot lernen. Wo lerne ich das Gebot Gottes? Im Wort. Wo noch? In Apostelgeschichte 2. Als die Menge sich bekehrte, wo haben die das Gebot Gottes gelernt zum ersten Mal? In die Gemeinde. Die haben alle, die sich bekehrt haben, kamen beisammen in die Gemeinde jeden Tag und die wurde belehrt in das Gebot Gottes. Jeden Tag, bis die irgendwann gewachsen waren, dass die auch selbst das Gebot allein studieren könnte. Es bedeutet, wenn Leute sich bekehren, unsere Aufgabe ist zu sorgen, dass die das Gebot hören, das Wort Gottes hören, dass die wachsen, dass die lernen zu beten. Wisst ihr, dass man lernen muss zu beten? Ja. Wenn jemand nie in einem Umfeld gewesen war, wo er gelernt hat zu beten, wo er gelernt hat, das Wort zu studieren, er wird nicht nach 10 Jahren wissen, wie man betet. Deswegen trifft man viele Christen, die wissen nicht mehr, wie man betet oder wie man anbetet oder wie man das Wort studiert. Es ist eine Schule und die Schule Gottes bedeutet, alle, die sich bekehren, kommen in die Gemeinde und die Aufgabe der Gemeinde ist zu sorgen, dass wir wachsen im Wort, wachsen ins Gebet, wachsen in der Lehre. Deswegen, normalerweise, eine Gemeinde soll einen Tag haben, wo Leute für die Lehre kommen. Einen Tag haben für Gebet. Weil Sonntag ist kein Tag der Lehre und Sonntag ist kein Tag der Gebet. Sonntag ist der Tag, wo wir kommen, wir beten Gott an, wir räuchern vor Gott, wir treten vor Gott, wir loben ihn, wir preisen ihn, wir danken ihm, wir kommen mit Danksagung. Aber die
Dienstag ist ein Tag, wo wir kommen, wir beten, wir beten, wir beten, wir treten vor Gott, wir sagen ihm, wie es uns geht und wir hören, wie es ihm geht. Ja, du musst auch lernen zu hören, wie es Gott geht. Amen. Wie geht Gott zurzeit, seit 5 Tagen, 6 Tagen? Ja? Er sieht, wie es Israel zurzeit geht. Es freut Gott nicht. Warum? Weil Israel besonders ist? Ja? Ist Israel besonders? Du bist der Kind Gottes. Ja, die sind ein auserwähltes Volk, um die Nationen zurück zu ihm zu ziehen. Er hat Israel abgesondert als kleines Volk, um Völker durch seine Bewegung mit Israel, Völker werden erkennen, dass der Gott Israel der wahre Gott ist und die werden sich zu Gott wenden. Deswegen wurde Israel berufen. Nicht, weil die besonders sind, nicht, weil die stark sind, nicht, weil die groß sind. Nein, weil Gott wollte aus Israel eine Nation in der Mitte der Welt machen, die der Eifersucht anderer Nationen anregt oder erregt, damit andere Nationen nach Gott suchen. Er wollte durch Israel die Nationen anziehen. Deswegen, das Heil kommt von den Juden. Das Heil kommt von den Juden. Aus dem Judentum ist der Christentum entstanden. Aus dem Judentum ist die Errettung entstanden. Aus dem Judentum ist die Erweckung entstanden. Es ist aus den Juden. Aber dadurch, dass sie ihn abgelehnt haben, er kam, Jesus Christus kam, um die Juden zu erretten. Amen. Jesus kam, um die Juden zu erretten. Wer ist Jude heute? Wer ist Jude heute? Meinst du? Du bist ein Juden. Du bist ein Juden. Du bist kein Juden. Ich bin ein Juden. Ja, eingefroren. Was bedeutet, wenn du etwas in einen Apfelbaum einfroren, was kommt daraus? Ein Apfel. Das bedeutet, du gehörst nicht hier. Nein, du bist angefroren in Jesus Christus. Die Juden wurden entzweigt erstmal, okay? Damit wir eingefroren werden und dass wir Frucht bringen. Wenn wir keine Frucht bringen, was passiert? Okay. Das bedeutet, dadurch, dass wir in Jesus eingefroren wurden, wir sind jetzt in der Linie, wir gehören jetzt zu der Linie Abraham. Okay? Wir gehören. Dadurch, dass er die Juden weggemacht hat, bedeutet, dass er nicht mehr der Gott der Juden ist. Er ist noch der Gott der Juden. Warum? Welche Verheißung? Warum? Mit Abraham hat er einen Bund. Und dieser Bund besteht bis zum Ewigkeit. Amen. Dieser Bund, ich bin der Gott Abraham, Isaac und Jakob, bedeutet, ich bin der Gott, der seinen Bund hält. Aber wenn wir im Bund mit Gott sind, wir müssen, der Bund ist mit Gebote, der Bund ist mit Satzung verbunden. Solange wir die Satzung und Gebote halten, dann sind wir mit ihm. Aber wenn wir die Gebote und Satzung nicht mehr halten, dann wenn wir jedes Mal, wo Israel sich versündigt haben, die haben ihr Land verloren. Warum? Gott gehört das Land. Wem gehört das Land? Das gehört Gott, nicht Israel. Das Land, der Boden Israel gehört Gott. Nicht die Israeliten, sondern Gott. Und er hat die Israeliten gesagt, solange ihr gehorsam seid, ihr werdet die Frucht dieses Landes essen. Aber wenn ihr nicht gehorsam, ich werde euch in Gefangenschaft schicken. Die sind dort in Israel zurzeit, aber die haben den Messias abgelehnt. Deswegen, wenn jemand zu dir kommt und sagt, die Gemeinde wird durch diese Drangsal gehen, ist eine Lüge, ist eine Irrlehre. Die Gemeinde, der Drangsal ist nicht für die Gemeinde. Der Drangsal ist für Israel. Warum?
Der Drangsal wird dazu dienen, dass Israeliten sich erwecken. Weil der Heilige Geist nach der Entrückung der Gemeinde, er wird zurück nach Israel gehen, um die zu erwecken. Ich habe gehört, Juden sind nur die aus der Stamm Juda. Lies mal, wo war das noch? Wo habe ich gestern studiert, vorgestern? Dieses Thema müssen wir ansprechen. Wenn du die Juden jetzt sagst, nein, ihr seid nicht alle Juden da in Israel. Nur der Stamm Juda. Jesus ist der Löwe Juda, oder? Jesus ist der Löwe Juda, oder? Was bedeutet Löwe Juda? Er regiert nur über Juda. Regiert Jesus nur über Juda? Er regiert über Israel, das ganze Israel. Warum ist Israel gespaltet worden? Wer weiß. Warum ist Israel gespaltet worden? Welche Sünde? Wer hatte sich versündigt? Ja? Ja, jeder kann das sagen. Aber wer hat dazu gesorgt? Wer war der Grund, warum Israel gespaltet wurde? Salomo war der Grund, warum Israel gespaltet wurde. Ja, nach David, Salomo hat sich versündigt. Und Gott sagte, Gott hat Salomo versprochen, während sein Amt Friede zu geben. Aber nach seinem Amt, ich werde dieses Land spalten. Und um ihn zu bestrafen, er hat 10 Stämme an seinen Diener gegeben, Jerobim. Und ein Stamm, der Stamm Juda, kam zu Rehabim. Warum zu Rehabim? Warum kam der Stamm Juda zu Rehabim? Zu Rehabim. Ja, der Bund mit ihm. Wer war Rehabim? Von Salomo. Weil Rehabim aus der Stamm Juda kam. Er könnte nicht jemand aus anderen Stamm nehmen und in der Stamm Juda. Rehabim kam aus der Stamm Juda. Deswegen. Und ein Stamm bekam er. 10 Stämme gingen an Jerobim. Und wo war der Stamm Levi? Warum hat er den Stamm Levi nicht geteilt? Nein. Levi hatte kein Land. Warum hatte die kein Land? Nee, die haben nicht Lobpreis gemacht. Warum? Die waren der Eigentum Gottes. Liebe Leute, liest die Bibel, versteht die Bibel, merkt euch solche Sachen. Ich werde immer und immer Fragen hier stellen. Sehr wichtig, Leute. Du musst deine Identität kennen. Deine Identität ist das Wort Gottes. Wenn du das Wort Gottes nicht kennst, du kennst deine Identität nicht. Und zweitens, wenn du derjenige, der die Prophezeiung kennt, Amen, kontrolliert die Zeit. Derjenige, der die Prophezeiung kennt, kontrolliert die Zeit. Avi, deine Predigt, stopp erstmal, gell? Wer die Prophezeiung nicht kennt, kann die Zeit nicht beherrschen. Die Prophezie. In welcher Zeit wir sind, musst du kennen. Was sich gerade bewegt in die Nationen, musst du kennen. Du sollst nicht von Umständen um Sachen überrascht werden. Studiert die Prophezie. Auch wenn du nicht verstehst, studiert. Während du dabei bist zu lernen und studieren, der Geist Gottes wird dein Verstand öffnen, du wirst verstehen, worum es geht. Wenn ihr das Alte, wenn der Offenbarungsbuch studiert, geht nicht, denk nicht, der Offenbarungsbuch ist nicht chronologisch. Nein, Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3 wird sich ereignen nach dem Kapitel. Nein, du kommst in der Kapitel 12, er hat sich erfüllt, Kapitel 12. Der Kapitel 12, dieser Kampf im Himmel ist schon erfüllt worden. Aber wenn du diese Kapitel 12 siehst, du wirst sagen, nein, es ist chronologisch falsch. Nein, dieser Kampf im Himmel ist schon erfüllt worden. Es wird keine Kämpfe mehr, wo Satan vom Himmel wegwerfen, er ist schon weggeworfen. Versteht ihr?
Weil ich habe Bücher gelesen, wo man chronologisch gesagt, das Kapitel 12 wird noch kommen. Nein. Der Offenbarungsbuch ist nicht chronologisch. Und Offenbarungsbuch, du hast etwas, was passiert ist, was kommen wird, was passiert wird, was es ist einfach, du musst begreifen, was der Gedanke Gott da hinten hat. Halleluja. Hab keine Angst, so ein Buch zu studieren. Wir kommen zurück. Überwinde an den Tor, am Toren der Gemeinde. Kapitel 1 ist die Gemeinde, die gesegnet ist von Gott. Die Gemeinde, die gesegnet ist. Wenn man von der gesegneten Gemeinde Gottes oder das Thema, das gesegnete Gemeinde Gottes, man redet auch von der Gemeinde, die nicht im Segen lebt. Okay? Pass auf, Frage werden gestellt. Gemeinde, die im Segen leben. Es gibt auch Gemeinde, die nicht im Segen leben. Es gibt Christen, die im Segen leben. Es gibt Christen, die nicht im Segen leben. Es gibt Familien, die im Segen leben, obwohl die Christen sind. Es gibt Familien, die nicht im Segen leben, obwohl die Christen sind. Okay. Sprüche 10, Vers 22 sagt uns, der Segen des Herrn macht reich. Amen. Und eigene Mühe fügt ihm nichts hinzu. Was macht reich? Der Segen Gottes. Ist Warren Buffett gesegnet? Ist der reiche Mann Mannheim gesegnet? Ja? Okay, ich sage nichts dazu. Okay. Apostelgeschichte 2, 4 und 47. Wir werden viel in Apostelgeschichte bleiben. Sie lobte Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurde. Halleluja. Gott hat, die Gemeinde ist aus Jesus Christus entstanden. Und als Jesus Christus, bevor die Gemeinde entstand, Gott kam, Jesus kam und sagte die Gemeinde und die Jünger, ihr werdet eine Kraft empfangen, der Heilige Geist, und danach werdet ihr meine Zeuge werden. Das bedeutet, der Heilige Geist oder Jesus hat immer gewollt, dass die Gemeinde als Zeuge seines Namens oder seines Reiches in die Welt sein wird. Deswegen heißt es, wir sind Botschafter Christi. Amen. Wir repräsentieren Jesus Christus. Wir haben am Anfang gefragt, warum hat Gott uns nicht entrückt, als wir uns bekehrt haben? Welcher Grund habt ihr gegeben? Dienst. Was für Dienst? Markus 16 zum Beispiel. Versöhnungsdienst. Ja. Wir haben den Geist der Versöhnung. Erstens, Jesus hatte begrenzte Zeit auf der Erde. Okay? Wie lange war er auf Erde? 3,5 Jahre. Sein Dienst. 3,5 Jahre. Und danach ist er im Himmel gegangen. Ist Jesus im Himmel entrückt worden? Ja, er ist entrückt. Nur 3 Leute sind in der Bibel entrückt worden. Wer? Henoch? Parfait? Ja, einige werden sagen, mein Pastor ist entrückt. Ja? Ihr seht mein Pastor online, aber er ist schon entrückt. Es gibt so Fanatiker. Eine wie Harash, er sagt, mein Pastor ist entrückt. Ja? Ja, okay. Jesus Christus, Henoch und Elia sind die Einzigen, die entrückt sind. Maria ist nie entrückt worden. Maria ist begraben worden. Die Maria, die Katholik anbeten, ist ein Dämon. Ist eine Fürstin der Hexerei, der Tod, der Okkultismus. Jeder, der Maria anbetet, steht unter der Macht Satan. Jeder, der Maria angebetet hat in sein Leben und sich nicht losgesagt hat, ist unter der Macht Satan. Jeder, der Engel ruft, wenn ihr irgendwo in einen Dienst kommt, jemand sagt, mein Engel wird euch jetzt berühren, flieht von dort weg. Okay? Das ist dämonisch.
Okay? Ich befehle meinen Engel hier, sich zu bewegen. Das ist satanisch, das ist dämonisch. Ihr müsst von dort sofort wegfliegen. Jesus ist entrückt worden. Aber als Jesus ging, bevor er ging, sagte er, ich werde euch der Heilige Geist senden. Okay. Der Heilige Geist kommt. Was war das Zeichen, dass der Heilige Geist gekommen war? Ja? Es bebte, das Feuer kam und die fing an ihn in Sprache zu beten. Okay? Die fing an in Sprache zu beten und zu prophezeien. Okay, nach dieser Zeit, wie hat man erkannt, dass der Heilige Geist auf Erde war? Ja? Die Kraft. Wie hat sich die Kraft manifestiert? Zeichen, Wunder, Mission. Ja, wow, wunderbar. Mission. Leute haben sich bekehrt durch ihre Mission, durch ihre Dienste. Das bedeutet, der Heilige Geist ist hier in unserer Mitte. Aber wie sehen wir, dass der Heilige Geist da ist? Wie erkennen wir, dass der Geist Gottes in dir ist? Ja? Frucht. Ja. Äste, die Frucht. Zweitens, Kraft. Die Kraft, die Gabe und so weiter. Vollmacht und so weiter. Da erkennt man, dass der Geist in uns ist. Okay, warum hat dir Gott den Geist gegeben? Erstens, der Geist, und ja? Einzahlung für den Himmel. Okay. Okay. Der Geist der Anbetung ist in dir. Er dient dazu, dich in Anbetung zu führen. Denn du kannst nur im Geist und in Wahrheit anbeten. Okay? Nur im Geist und in Wahrheit. Du hast den Geist in dir, damit du ein Anbeter, wahre Anbeter wirst. Und jetzt, die Zeichen, was zeigen, dass du ein wahrer Anbeter bist, ist die Veränderung, was stattfindet in deinem Leben. Denn in Anbetung, du bist ständig in der Gegenwart Gottes und das Wasser strömt über dein Leben und die Kraft Gottes kommt und reinigt dich und Gott umhüllt dich mit seiner Gegenwart. Und man sieht Veränderung durch deine Sprache, Veränderung in deine Gesinnung, Veränderung in deine Gedanken, Veränderung in deine Taten. Ein Anbeter, er wird zart. Er wird sanft, er wird volle Demut, er wird volle Liebe, volle Barmherzigkeit. Während du anbetest, du kriegst den Charakter des Messias. Du kriegst den Charakter des Lamm und des Löwe. Amen. Nicht nur den Charakter des Lammes, sondern du bekommst den Charakter des Lammes und des Löwe. Denn du bist ein Instrument des Gerichts Gottes in den Nationen. Deswegen brauchst du den Charakter des Löwe. Und der Charakter des Löwe ist der Charakter der Eroberung. Du musst Böden erobern. Der erste Boden, den du eroberst, ist dein eigenes Leben. Amen. Deine Finanzen musst du erobern. Deine Sexualität musst du erobern. Deine Ehe musst du erobern. Deine Kinder, die Unfruchtbarkeit in dir. Du musst jeden Boden deines Lebens erobern. Jesus wird das nicht an deiner Stelle machen. Er hat dir Vollmacht dafür gegeben. Du musst jetzt erobern. Du musst erobern. Der Geist Gottes ist der Geist der Eroberung. Es ist ein Krieger auch. Dein Leben, deine Familie, deine Nachbarn, deine Bekannten. Jeder Christ muss in sich diese Geist der Eroberung haben. Das nennt man den Geist der Evangelisation, der Eroberung. Dass du sollst in dir diese Sehnsucht haben, dass Tausende von Tausenden sich bekehren. Es ist der Apostolische, es ist der Löwe, der rennt und Beute aus der Hand Gottes, Satan ausreißt und im Reich Gottes einpflanzt. Ausreißen. Einpflanzen. Du hast die Salbung der Löwe und des Lamm Gottes. Du bist ein Anbeter. Anbetung, Lamm, Löwe. Lamm, der Charakter des Lammes. Man schimpft dich, du hast den Charakter des Lammes. Man lehnt dich ab, der Charakter des Lammes kommt raus. Nicht der Löwe. Der Löwe dient zu erobern, Böden zu gewinnen. Aber der Lamm ist da. Um die Liebe Gottes, um Bereitschaft, um Versöhnung. Amen. Anbeter. Als Anbeter, man sieht deine Frucht.
Man sieht deine Bewegung. Man sieht deine Veränderung. Man sieht dein Leben. So kann man dich Christen nennen. Christen nennen. Nicht, weil du ein Schild hier trägst oder immer die Bibel in die Hand hast oder über Jesus redest. Nein. Christen hat mit Charakter zu tun. Wenn du den Charakter der Messias nicht hast, sag, nenn mich nicht Christen. Nenn mich werdender Christ. Amen. Wenn du immer am Motzen, Weinen, Kritisieren, Beschweren, du bist noch nicht ein Christ. Denn Christ ist der, der aussieht wie Jesus Christus. Ist ein Weg, ja. Amen. Ich sage nicht, dass ihr keine Christen hier seid. Ne? Geht nicht nach Hause, sagt der Pastor hat gesagt, wir sind keine Christen. Nein. Halleluja. Halleluja. Ihr seid alle Christen. Ich liebe euch Christen. Halleluja. Ihr seid so wunderbare Christen. Halleluja. Oh. Amen. Ich liebe Christen. Der Charakter der Messias. Du sollst danach streben. Leute werden dich provozieren, um zu sehen, ob der alte Mensch versteckt ist irgendwo. Ob er nicht ertrunken wurde. Leute werden dich provozieren, glaub mir. Du behauptest, du bist Christ. In deiner Familie wirst du provoziert werden. Überall wirst du provoziert werden. Gott kann manchmal deine Frau anregen, dich zu provozieren. Und dann sagst du, kenn mich mal. Wenn ich, ach, ich denke an den Tag, wo ich noch ich war. Nein, du bist nicht. Nein, dein Ich ist gestorben. Du brauchst nicht mal daran zu denken. Nein. Ich höre manchmal Brüder sagen, ach, der Mann hat Glück, dass ich nicht der, der damals war. Wie kann man sowas aussagen? Halleluja. Wir sind froh, dass Jesus uns verändert hat. Wir waren schlimm. Wir waren furchtbar. Wir haben gestunken. Die Sünde stinkt. Deswegen lass nicht die Sünde an deine Tür. Lass nicht mal die Sünde an deine Gedanken. Der stinkt sehr schlecht. Und Gott hasst solche Geruch. Aber ein verändertes Leben, verändertes Herz. Auch wenn du noch faul bist, noch, ja, Gott liebt dich. Aber Gott möchte, dass du dich vom Sünde fernhältst. Amen. Gott möchte, dass wir uns von Sünde fernhält. Wie, wenn wir die Gemeinde schauen, an woran erkennen wir, dass eine Gemeinde nicht in der Segen Gottes lebt? Woran erkennen wir, dass eine Gemeinde nicht in der Segen Gottes lebt? Woran erkennt man, dass ein Christ nicht in der Segen Gottes lebt? Woran erkennt man, dass eine Familie nicht unter der Segen Gottes lebt? Was kann man sagen? Gib mir ein Mikrofon, Leute. Ha? An der Frucht ist so einfach zu sagen. Aber wenn ich dich sehe, sehe ich deine Frucht? Woran erkennt man, dass ein Kind Gottes oder eine, sagen wir so, bleiben wir in der Gemeinde, dass eine Gemeinde nicht gesegnet, nicht in der Segen Gottes ist? Was sind die Ursachen, um gut, die Frage gut zu stellen? Was sind die Ursachen, was dazu führt, dass eine Gemeinde den Segen Gottes nicht erlebt? Okay. If the woman dress long and they can wear normal. Okay. Yeah. We'll come back to that. Yeah. Wenn Streit in der Gemeinde ist. Ja, Streit in der Gemeinde. Mhm. Zwing dich zu reden. Wenn die Menschen sich gegenseitig schlecht behandeln, einfach. Wenn die Menschen sich gegenseitig schlecht behandeln, ja. Wenn bestehende Flüche nicht gebrochen wurden. Wenn bestehende Flüche nicht gebrochen wurden und Kraftlosigkeit da ist. Wenn Sünde toleriert wird. Wenn Sünde toleriert wird, ja. Wenn man nicht mehr füreinander betet. Wenn man nicht mehr füreinander betet, ja. Wenn Kraft Gottes ersetzt wird durch menschliche Aktivität oder menschliche Mittel. Wenn Kraft Gottes ersetzt wird durch menschliche Aktivität und menschliche Mittel. Ja, hier. Wenn Machtkämpfe sind. Wenn Machtkämpfe sind, ja. Wenn mehrere Leute schwach sind.
Wenn mehrere Leute schwach sind. Ja, Anastasia, erstmal hier, bevor du zu Anastasia gehst. Kein Wort, kein Fasten. Kein Wort, kein Fasten. Gebet. Kein Gebet, ja. Kein Wachstum auf Dauer da ist und keine Freude. Kein Wachstum auf Dauer und keine Freude. Ja, es gibt noch mehrere Leute. Du machst heute Sport, gell? Wenn Jesus nicht mehr der Mittelpunkt der Gemeinde ist. Wenn Jesus nicht mehr der Mittelpunkt der Gemeinde ist. Vor allem, was mir aufgefallen ist in der alten Gemeinde, dass man die Aufgaben vom Heiligen Geist übernommen hat und der Heilige Geist auf einmal keine Wirkung mehr hat in der Gemeinde. Wow, ja. Wenn man die Aufgabe der Heilige Geist übernommen hat und der Heilige Geist keine Wirkung mehr hat in der Gemeinde. Zu viel eigene Meinung statt Wort Gottes. Zu viel eigene Meinung statt Wort Gottes. Wir können ein Buch schreiben. Notiere alle Punkte. Unsere Schwester Giselle ist aktiv zurzeit. Die notiert die Punkte. Halleluja. Ja, wir sehen, wir haben viele Zeichen gegeben, warum Gott eine Gemeinde nicht segnen kann. Amen. Warum Gott eine Gemeinde nicht segnen kann. Ich hoffe, ihr habt euch alles gehört. Es war wunderbar, alles, was ihr gesagt habt. Denn wenn nur einer dieser Punkte in die Gemeinde ist, das heißt schon, damit der Segen nicht fließt. Wenn Gesetzlichkeit in die Gemeinde ist, das reicht schon, dass der Segen Gottes nicht fließt. Wenn Frauen unterdrückt werden, die Gemeinde, das nicht dienen dürfen, das reicht schon, dass der Segen Gottes nicht fließt. Wenn das die Aufgabe der Heilige Geist ersetzt werden von menschlicher Leistung, da reicht schon, dass der Segen Gottes nicht fließt. Ich habe eine Frage. Wenn die fünffältige Dienste abgelehnt werden, wird Gott die Gemeinde segnen? Nein. Wenn die Gabe, die Dienstgabe, die Gabe des Geistes abgelehnt werden, wird die Gemeinde gesegnet? Wenn die Frucht des Geistes nicht im Mittelpunkt ist, sondern man lässt die Werke des Fleisches in Bewegung, wird die Gemeinde gesegnet? Nein. Wenn Leute, die in die Gemeinde kommen, nicht befreit werden und geheilt von Verletzungen, Wer wird der Segen sich in die Gemeinde bewegen? Es kann versuchen, aber irgendwann wird der Segen blockiert. Warum? Bitterkeit, Zorn, Ablehnung. Habt ihr schon Ablehnung in der Gemeinde erlebt? Wo ihr abgelehnt werdet? Wo man euch verachtet? Ja. Wenn, solange die Leitung sich gut bewegt, aber die Gemeinde bewegt sich falsch. Was ist das Problem? Die Leitung hat keine Autorität. Amen. Weil wenn die Leitung diese Autorität hat, die Leitung wird alles tun, dass jeder Einzelne wächst, dass jeder Einzelne ernährt wird, dass jeder Einzelne in die Freiheit geht, dass jeder Einzelne in die Heilung geht, dass sie die Aufgabe der Leitung der Gemeinde. Deswegen, jeder, der zur Leitung gehört, gönne ich keine Ruhe. Warum? Die Aufgabe der Leitung, wenn du zur Leitung gehört, du bist wie ein Ältester in der Gemeinde. Okay? Und von der Ältesterschaft kommt der Heilige Geist und sagt, sondere mich, diese Älteste, für den Dienst der Apostel. Weil alle fünffältigen Dienste sind erstmal Älteste. Amen. Alle fünffältigen Dienste sind auch Älteste. Das ist die Basis. Okay. Wenn du nicht in der Lage bist, Toilette zu putzen, weil es zu schmutzig für dich, glaub mir, du bist nicht in der Lage, als Pastor zu dienen. Die Dienste, mein Pastor sagt immer, die Dienste sind wie ein Mülldepot. Man schmeißt alles ins. Und die Dienste müssen in der Lage sein, jede Einzelne zu tragen, jede Einzelne zu seelsorgen. Eine Frau kam zu mir, es hat mir das Herz gebrochen. Die sagte, die kämpfte mit Dämonen. Und die Frau sagt, man hat abgelehnt, für mich zu beten. Ich sage, warum? Weil ich keine Zehnte in die Gemeinde zahle.
Es ist nicht das erste Mal, dass ich höre. Ich habe das schon 5-6 Mal gehört. Ein Mann hat ihm gesagt, man betet nicht für ihn, weil solange es keine Altar baut. Und da hat der Prophet, der dort kam, wie soll mein Altar aussehen? Er dachte, er holt Stein und baut einen Altar. Nein, er muss einen Umschlag bringen mit viel Geld. Der Pastor sagte, der Prophet sagt 500 Euro, dann baust du deinen Altar und dann befreie ich dich. Ich habe dem Mann gesagt, geh auf den Knie. Ich habe ihn sofort befreit. Er ist nach Hause gegangen mit Freude. Und es kam ein Lehrer, der dort in die Gemeinde gepredigt hat, damit ihr befreit oder Heilung erlebt oder die Hand Gottes erlebt, ihr müsst lernen, Altäre zu bauen. Das bedeutet, Umschläge zu bringen. Ich war so zornig und sauer. Bin dort, habe gepredigt, habe Leute gesagt, wie lange komme ich schon hier in die Gemeinde? Sag 4-5 Jahre. Habe ich jemals Geld hier genommen? Nein. So, ich gebe Leute mein Geld, nachdem ich für sie gebetet habe. Seid ihr befreit worden? Ja. Aber Leute, die eure Geld nehmen, die befreien euch nicht. Befreiung kann nicht stattfinden, wenn du bezahlst. Okay? Heilung Gottes kann nicht in dein Leben stattfinden, wenn du bezahlst. Deswegen komm nicht hier, nachdem man für dich gebetet hat, du musst unbedingt was bezahlen. Nein, wir wollen dein Geld nicht, weil wir für dich gebetet haben. Nein. Nein. Wenn du die Gemeinde unterstützt, unterstützt du. Wenn du Dienste unterstützt, ja. Aber nicht, weil man für dich gebetet hat. Weil in Deutschland, ich habe gelernt in Deutschland, wenn du jemand etwas Gutes tun, er möchte dir auch Gutes tun. So funktioniert nicht im Reich Gottes. Diese Gedanke müssen wir löschen, formatieren. Komm nicht, und weil man für dich gebetet hat, nächste Woche musst du den Pastor Kuchen bringen. Ich werde nicht essen, auch wenn ich Kuchen liebe, ich werde lieber mit Hunger nach Hause gehen. Amen. Bring nicht etwas in die Gemeinde, weil die Gemeinde unbedingt, ja, man hat für mich gebetet, ich habe schlechte Gewissen. Bete, schmeiß der Geist der schlechte Gewissen raus. Das ist ein böser Geist. Amen. Wir haben umsonst empfangen und wir geben umsonst. Tabernacle Church. Wir werden niemals hier bezahlbare Seminare oder Befreiungsseminare machen. Niemals. Niemals. Wir machen das seit 17 Jahren. Wir haben nie bezahlbare Seminare gemacht. Und wir werden das nie machen. Und Gott wird dafür sorgen. Gott wird reiche Männer hier, die Seminare bezahlen, dafür sorgen, dass Leute kommen, die werden sogar Miete für Leute bezahlen. Gott kann uns segnen. Wir haben ein großes Gebäude, wo Wohnungen sind, wo Leute kommen, übernachten umsonst und sind befreit, gehen nach Hause umsonst. Ja, ich habe meine Gemeinde gefragt, das bedeutet, wenn Leute arm sind, die bekommen keine Gebet. Wenn Leute arm sind, man hat mir gesagt, nein, du gibst kein Geld in die Gemeinde, der Pastor, man betet nicht für dich. Ich sage, das bedeutet, Jesus hätte nicht mal für arme Leute gebetet. Das bedeutet, wir wären nicht errettet, wenn es Jesus so wäre. Es ist eine Mentalität, wenn du überall ankommst, du hörst, wie Kinder Gottes leiden, es bricht das Herz. Die Gemeinde kann nur gesegnet bleiben, wenn die gemäß das Wort Gottes wandeln. Alles, was von Menschen verursacht werden, menschliche Strategie für die Wachstum, was der Geist Gottes nicht genehmigt oder billig, wir werfen das im Müll. Amen. Menschliche Strategie, es gibt Leute, die sind an Manager unterwegs, die denken, wir können die Gemeinde managen, wie Manager, wie eine Firma. Nein, die Gemeinde ist keine Firma. Du kannst nicht die Gemeinde verwalten wie eine Firma. Wo du die Leiter sagst, du musst nächsten Monat 10 Leute bringen, du und so weiter. Nein, so funktioniert nicht. Die Aufgabe der Leiter ist, das Wort, das Gebet leben, die richtige Speise in die Gemeinde zu bringen. Und wenn der Geist Gottes sieht, dass Leute willig sind, sein Wort zu empfangen, dass Leute willig sind, gehorsam zu sein Gott gegenüber. Alles, was der Heilige Geist hier bremsen kann. Wenn du das siehst, ruf Geschwister, lass uns dagegen beten. Nichts soll in die Gemeinde sein,
was die Bewegung des Geistes bremsen kann. Nichts soll in dein Leben bestehen, was die Bewegung der Geist Gottes bremsen kann. Wenn du merkst, ich bin immer Lust, meine Laune verändert sich jederzeit, du musst wissen, du willst die Bewegung der Geist Gottes in dein Leben, dein Haus bremsen. Wenn du merkst, du bist mit deiner Ehefrau, ihre Stimme verändert sich, nimm dein Gebetszeit erstmal allein und bete, dass Gott diese Stimmung verändert. Wenn du merkst, dass in der Gemeinde bestimmte Gesetze, die der Geist Gottes blockiert, ruf die Geschwister, bete dagegen. Alles, was der Geist Gottes blockieren könnte. Wenn wir merken, plötzlich, wir stagnieren, wir entwickeln uns nicht, wir bewegen uns nicht vorwärts. Halleluja. Es bedeutet, der Segen Gottes fließt nicht in die Gemeinde. Du kommst nicht vorwärts in dein Gebetleben. Du schaffst nicht zu beten, nicht zu lesen. Dein Segen ist mit dem Wort Gottes verbunden. Er sagt, wenn ihr mein Wort gehorsam seid, ihr werdet die Frucht des Landes essen. Amen. Denn ich gebe euch ein Land, wo Milch und Honig, was ist das Land, wo Milch und Honig fließt? Kanaan. Das Land Kanaan. Wo ist Kanaan? Die Gemeinde ist Kanaan. Okay? Deine Familie ist Kanaan. Denn in deine Familie muss Honig und Milch fließen. In dein Leben muss Honig und Milch fließen. Du gehst von Missglück zu Missglück, Schmerzen zu Schmerzen, nichts funktioniert, keine Entwicklung im Wort zu Hause, keine Bewegung im Gebet, Krankheiten, Müdigkeiten, alle mögliche. Der Segen Gottes ist nicht da. Der Boden wird nicht bewässert. Und wenn der Boden nicht bewässert wird, was passiert? Es trocknet ab. Und wenn es abtrocknet, Tod. Tod. Wenn der Boden trocken ist, es ein Zeichen, dass der Segen Gottes nicht fließt. Gottes Segen wird in Ortsgemeinde fehlen, deren Leiter Gott nicht kennen. Wisst ihr, dass es Leiter, die Gott nicht kennen? Pastoren, die Gott nicht kennen? Ja. Sehr viele. Leiter, die Gott nicht kennen. Die können dir über alles erzählen, aber die können dir die Offenbarung des Wortes nicht geben. Die können dir die Tiefe des Wort Gottes nicht bringen, weil die nicht Gott kennen. Als Petrus mit Jesus Christus war, ab wann ist Petrus Gott begegnet? Wie lange war Petrus mit Jesus? 3 Jahre. Hat er Gott gekannt? Die Jünger waren mit Gott. Die haben ihn nicht gekannt. Die haben sogar gesagt, zeig uns den Vater und es genügt uns. Die kannte der Vater nicht. Die sind ihm nicht begegnet. Aber ab wann ist Petrus Gott begegnet? Pfingsten, ja. Was ist in dem Leben von Petrus passiert, dass er traurig wurde? Als er ihn verleugnet hat, seine Augen haben sich geöffnet. Was hat er gemacht? Geweint. Bitterlich geweint. Und Zerbruch ist passiert. Der stolze Petrus, der das Schwert nimmt und so weiter, das war vorbei. Er war wie ein kleines Baby. Wie ein kleines Kind. Er hat den Messias verleugnet. Es musste passieren, damit er erkennt, es gibt Leute, die folgen Jesus nach. Wegen Brot, wegen Segen, wegen Heilung, wegen Befreiung. Ist nicht schlecht. Aber es gibt eine Zeit deines Lebens, wo du Gott von Angesicht zu Angesicht begegnest. Das ist, was Hiob gesagt hat. Von dir habe ich gehört. Wo hat Hiob von Jesus gehört, von Gott gehört?
durch seine seine Vorfahren, durch seine Familie, durch das Wort, was verkündigt wurde, die Zeugnis über Ägypten und so weiter. Hiob hat viel gehört. Aber wann hat Hiob Gott begegnet? In der Tiefe in Leid. In der Tiefe in Leid. Wie erkennt man, dass ein Christ noch nicht richtig die Begegnung hatte? Wenn er nicht zerbrochen ist, ja. Er kämpft noch mit Fleisch. Ein Christ, der noch streng ist, der noch überheblich ist, stolz, du kannst ihn nicht lenken, rebellisch, er ist noch Jesus nicht begegnet. Der Tag, wo Paulus Jesus begegnet ist, was ist mit Paulus passiert? Von Saulus zu? Das sagt schon viel. Von Großer zu? Er sagt, ich bin der Kleinste der Apostel. Er war ein großer Doktor, Professor in dem Wort Gottes. Aber er kannte Jesus nicht. Er begegnet Jesus, Jesus gibt ihn richtig. Paff, er fällt am Boden. Was hat Jesus geschlagen? Nicht der Paulus, die Werke der Finsternis. Die dämonischen Werke, die Werke des Fleisches. Er ist wie ein Kind am Boden gefallen. Der Stolz war gebrochen, Überheblichkeit gebrochen, die Härte gebrochen, die Gesetzlichkeit gebrochen. Alles brach zusammen. Das Reich, was er gebaut hat, wo er gedacht hat, es ist das Reich Gottes, ist zusammengebrochen. Er hat sein eigenes Reich gebaut. Es war nicht, er dachte, er baut das Reich Gottes. Viele dienen und bauen ihr eigenes Reich. Aber die wissen nicht, dass die nicht das Reich Gottes bauen. Viele Diener, Kinder Gottes, bauen ihr eigenes Reich. Man muss wissen, dass ich der große Mann Gottes hier in der Stadt bin. Dass ich tausende Mitglieder habe. Man soll wissen, dass, wenn ich so mache, Leute fallen. Wow, ich bin so mächtig geworden. Das ist mein eigenes Reich. Ist nicht das Reich Gottes. Das Reich Gottes, du betest für Leute, die sind geheilt. Du bist schon weg. Du weißt nicht mal, dass die geheilt sind. Man sagt dir nach sechs Wochen, weißt du hast für jemanden gebetet, er ist geheilt. Ach so, okay, Ehre sei denn, Herr. Du verschwindest. Du gehst nicht dort und schaust, das ist der Mann, der geheilt hat, gell? Ja. Aber Ehre sei der Herr, Ehre sei der Herr. Ja, habt ihr das schon gesehen? Ja, ich gebe Gott die Ehre. Ne? Und du kommst, ich hatte für ihn gebetet, ich habe ihn geheilt. Du hast nicht geheilt, Gott hat geheilt. Aber du bleibst in deinem Reich, nicht im Reich Gottes. Deswegen sagt Jesus, viele werden zu mir kommen und sagen, Herr, die werden mich Herr nennen, aber ich werde sagen, ich kenne euch nicht. Warum? Sind Männer Gottes, Frauen Gottes, die ihr eigenes gebaut hat. Die kannte nicht Jesus Christus. Wenn du Jesus kennst, du wirst das Wort lieben. Du wirst das Wort essen, fressen. Wenn du Gott Jesus kennst, das ist Jesus, der Fleisch wurde. Das Wort wurde Fleisch. Das Wort ist Geist und Wahrheit. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater. Ich bin das Tor des Himmels. Genauso wie Jesus. Wir werden mal über Tore reden hier während der Fastenzeit. Weißt du, dass du ein Tor bist? Eine Tür. Du bist eine Tür. Du bist eine Tür der Erweckung. Du bist eine Tür der Verbindung mit anderen. Okay? Gott kann dich benutzen, um Leute draußen mit der Gemeinde zu verbinden, mit der Geschwister. Eine Schwester hat hier die Gabe der Heilung und Gott bringt dich in Verbindung und du verbindest und so. Du bist eine Tür der Heilung. Du bist eine Tür. Jesus sagt, ich bin das Tor, der zum Vater führt. Deswegen, wenn du den Tabernakel studierst, du wirst merken, alles in den Tabernakel deutet Jesus. Der Weg, der Räucheraltar oder in der Vorhof, diese große Schale mit Wasser, wo man sich gereinigt hatte,
alles, die vier Tieren. Du komm rein in den heiligen Ort, der Räucheraltar, die Lampe, die geleuchtet hat und so weiter, die Tische mit Brot. Du gehst in der Allerheilige, der Bundes, alles deutet Jesus. Studier mal den Tabernakel, du wirst merken, auch die Stoffe, blau, purpur, rot, alles führt wieder zu Jesus Christus. Es gibt keine einzige Gerät oder Werkzeug, was in der Tabernakel benutzt wurde, was nicht in Jesus Christus, das Bild von Jesus zeigt, das nicht die Werke Jesus zeigt, das Blut Jesus, die Schmerzen Jesus, der Not Jesus, alles, die Demut Jesus, der Zerbruch Jesus Christus, das Öl, was benutzt wurde, um zu salben und so weiter. Alles in der Tabernakel deutet zu Jesus Christus. Und genauso der Tabernakel, dein Leben ist gemäß der Tabernakel gebaut. Dein Körper, deine Seele und dein Geist. Deswegen, wenn man betet in der sichtbaren Bereich, man betet in den Bereich Emotionen, Gefühle, Gedanken, man geht in den Bereich der Geist. Aber Gott will, dass wir im Geist beten. Wir empfangen im Geist und der Geist gibt die Seele die Leitung. Der Geist, dein Geist soll deine Seele den Weg geben. Deswegen, die Seele muss sich vom Wort ernähren, um alles, was sie vom Gott, vom Geist empfängt, dass sie das ausfüllt. Wenn die Seele nicht vom Wort ernährt ist und du bist im Geist getauft, du wirst sehr rebellisch unterwegs sein. Du wirst falsch unterwegs sein. Warum? Du ernährst deine Seele nicht von dem Wort. Manchmal muss man Christen nehmen, in die Gemeinde bringen, auf den Sessel fesseln und eine für Birgit, eine für Roland, eine für Papa, eine, ja, dass sie das Wort fressen. Bis man sieht, dass die stabiler geworden sind, dann sagt man, hey, du darfst hier dienen, du darfst prophezeien, du darfst das. Aber wenn man diese Stabilität nicht sieht, wenn man diese Reife nicht sieht, es gibt Christen, wo du schnell mal Aufgabe geben kann, aber es gibt welche, du darfst nicht schnell Aufgabe geben. Wenn du schnelle Aufgabe gibst, du tötest dich. Es gibt Leute, die schnelle Aufgabe gegeben haben, andere, wo ich gesagt, nein, du musst erstmal bleiben, sitzen bleiben. Weil wenn man dir schnell, solche Leute schnelle Aufgabe gibt, du zerstörst dich. Der Dienst kann dich zerstören. Der Dienst, was du siehst, kann dich zerstören. Du musst immer einen Ausgleich finden. Familie, Dienst, Beruf. Familie, Dienst, Beruf. Wann ist wann? Wer hat Vorrang? Der Dienst kommt nie vor der Familie. Niemals. Niemals der Dienst vor der Familie liegt. Die Familie kommt vor der Dienst. Gott, deine Frau, sag mit mir, meine Frau. Ja, ich sage an Männer, Gott, meine Frau und dann der Dienst. Nicht Gott, ja, mein Dienst kommt vor dir sowieso. Weil der Dienst von Gott kommt, mein Dienst, nein. Gott sieht die Sache nicht so. Auch wenn du begabt bist, Gott, deine Frau und der Dienst. Gott, dein Mann und der Dienst. Wenn dein Mann nicht gut geht, wenn dein Mann nicht zufrieden ist mit deinem Dienst, bleib erstmal ins Gebet. Bleib erstmal ins Gebet. Auch wenn du der Begabteste bist. Denk nicht in der Gemeinde, du bist unersetzbar. Jeder ist ersetzbar. Auch wenn du der Prophet, die große Prophetie immer gibt, Gott kann ein Kind erwecken, er gibt die große Prophetie in der Gemeinde, wenn du das nicht bist. Denk nicht, ich bin hier, ich muss immer in die Gemeinde sein. Wenn ich nicht da bin, nein. Ich sage, ich muss nicht immer hier sein. Ich freue mich sogar, wenn ich nicht hier bin. Nein, Spaß. Ich liebe euch, gell? Ich liebe euch, gell? Ja, ich liebe euch, gell? Ich freue mich, euch zu sehen. Aber ab und zu muss ich abhauen, gell? Ja, weil ich muss mich manchmal zurückziehen, irgendwo anders gehen, auch einen anderen Wind dort geben oder nehmen und dann hier bringen. Das ist sehr wichtig.
Halleluja! Gott ist gut. Und was zeigt uns, dass eine Gemeinde gesegnet ist? Das Gegenteil. Amen. Wenn Gottes Furcht in die Gemeinde ist, wenn wir werden das jetzt sehen. Amen. Das Erste, was wir sagen können über die Gemeinde ist, die Leitung der Gemeinde, du kannst kein Leiter sein, der keine Kraft und keine Autorität hat. Du kannst nicht nur Leiter, du kannst nicht dienen, ob zu Hause, auf der Straße, in die Gemeinde, ohne Kraft und Autorität. Wann empfängt man Kraft? Ha? Wie hat Jesus Kraft empfangen? Wie hat er uns gesagt, ihr werdet Holy Spirit, ihr werdet Kraft empfangen. Okay, ich komme noch zu der Wüste. Du empfängst Kraft durch den Heiligen Geist und bleib jeden Abend vor dem Fernseher. Geh jeden Abend, jeden Tag nur Fußball spielen, deine Hobby und so, Hobby. Was wird aus dieser Kraft? Nix. Wenn Mike Tyson nicht trainiert, kann er einen Kampf gewinnen? Die im selben Gewicht sind wie er? Nein. Wenn die Klitschko-Familie, die waren die Brüder, die haben trainiert. Die hatten Kraft, okay? Natürliche Kraft, trainierte Kraft. Aber vor jedem Kampf haben die trainiert. Du hast eine Kraft bekommen, wenn du nicht trainierst. Du wirst besiegt werden. Und wie trainiert man die Kraft, die man empfangen hat? Ha? Ja, wiederholen. Mhm. Durch Ausübung. Okay? Welche Ausübung? Wenn ich die Kraft des Geist Gottes empfangen habe. Wie trainiere ich die Kraft des Heiligen Geist? Ha? Die Kraft des Heiligen Geist. Wie trainiere ich die Kraft des Heiligen Geist? Mhm. Probieren durch Mut, versuchen, sich nicht schämen und so weiter. Herausforderung überwinden. Wichtig. Teilweise, ja. Fasten, beten, viel beten, Wort studieren. Die Kraft liegt im Wort. Du hast die Kraft in dir. Aber du sollst im Wort gehen, Amen, und zu studieren. Wie setze ich die Kraft um? Wie manifestiere ich die Kraft? Wie bewege ich mich in Kraft? Durch das Wort studieren. Wie war David in Kraft? Als David vor Goliath war, wie hat er die Kraft manifestiert? Als die Gemeinde angegriffen wurde, Apostelgeschichte 4, was haben die gemacht? Die haben sich zusammengesammelt, haben gebetet. Haben gebetet. Herr, gib uns Vollmacht und Kraft, das Wort mit Freimütigkeit zu verkünden. Die Kraft, sehr wichtig. Die nie ohne Kraft. Und wenn du merkst, du bist kraftlos, geh ins Gebet und sag, Herr, baut mich wieder auf. Baut mich wieder auf. Autorität. Wichtig. Wir haben letzte Mal gesagt, Satan hat die Kraft, aber er hat keine. Denn Autorität kommt von der Gemeinschaft mit Gott. Deine Autorität kommt von der Gemeinschaft mit Gott. Du bist ein Kind Gottes, aber du hast keine Gemeinschaft mit Gott. Du willst nicht in Autorität wachsen. Gemeinschaft mit Gott bedeutet, ab und zu sich im Fasten zurückziehen, wo man nur vor Gott steht, wo man nur auf Gott hört,
Man kommt nicht mit Anliegen, sondern man hört Gott. Man wird ausgerüstet, man wird erbaut, man studiert, man geht im Wort. So wächst man in Autorität durch Intimität. Wenn du verheiratet bist, du hast nie Intimität mit deiner Frau. Versuch mal Autorität über deine Frau zu üben. Wird das klappen? Nee, die kennt dich ja nicht. Du bist fremd. Die wird immer rebellisch sein. Immer rebellisch Autorität gegenüber. Ihr habt keine Intimität. Ihr redet nicht miteinander. Ihr spricht nicht miteinander. Ihr habt keine selbe Sprache. Ich habe von einem Buch gehört, die Sprache der Liebe, gell? Die fünf Sprachen der Liebe, das kenne ich nicht. Ich kenne die Sprache, was mein Herr mir beibringt. Aber ich sage euch so, die Intimität mit Gott bringt dich dazu, zu lernen, wie er spricht, wie er redet, wie er sich bewegt. Und dadurch, dass Gott Autorität hat, er transferiert in dir seine Autorität. Und nur durch diese Autorität kannst du gebieten und der Feind wird gehorchen. Als die sieben Söhne Skiva, seid ihr müde? Seid ihr müde? Geht noch? Geht noch? Danke. Okay, ich nehme ein Beispiel. Welches Beispiel wollte ich nehmen? Die kamen, um Dämonen auszutreiben. Was haben die gesagt? Wir traben euch in Name. Die Söhne Skiva. Ich treibe euch in Name. Was für Name Jesus, haben die gesagt. In dem Paulus und Paulus verkündigen. Was haben die Dämonen gesagt? Wir kennen Paulus und wir wissen, wer Jesus ist. Das bedeutet, ihr habt keine Autorität. Es war, um zu sagen, Paulus hat Autorität über uns. Jesus hat Autorität über uns. Paulus hat Autorität im Namen, der Jesus den erkennt. Und wir wissen, dass Paulus Jesus kennt. Denn wir sehen Paulus ständig in der Gegenwart Jesus. Aber wir haben euch nie in der Gegenwart Jesus gesehen. Du kannst probieren, Dämonen auszutreiben, weil du gesehen hast, dass Tobi Dämonen austreibt oder Jacek Dämonen austreibt. Aber während du schläfst, Jacek ist ihm auf den Knie vor Gott. Während du jeden Tag isst, Tobi fastet und betet. Denn Tobi weiß, diese Art von Dämonen gehen aus nur durch Fasten beten. Und Tobi weiß, um Dämonen auszutreiben, ich muss die Identität und das, die Autorität meines Herrn haben. Während du vor dem Fernseher stehst, Daniel ist mit dem Herr, er redet mit dem Herr im Wort. Herr, du sag hier, warum hast du das gesagt und nicht so? Er diskutiert mit Gott, er tauscht mit Gott aus. Und Gott sieht das und sagt, ich muss meinen Sohn in Autorität stärken. Ich muss meine Tochter in Autorität stärken. Deswegen kommst du irgendwo, du brauchst nicht mal zu reden, Menschen fangen an zu zittern. Deswegen kannst du, ich sag so, wir sind so mit Befreiung hier gewöhnt. Es wird selten passiert, weil wir sind ständig in Befreiung, wir treiben Dämonen hier aus. Aber du wirst merken, Jacek, du kommst in eine Gemeinde, wo dämonisch ausgetrieben und du predigst. Du läufst nur in der Mitte von Leuten, Leute fangen an zu manifestieren. Versteht ihr? Weil du diese Intimität mit Gott hast. Und durch deine Intimität, deine Autorität ist immer stärker geworden. Durch die Ausübung der Kraft. Jemand, der nie Dämonen austreibt und jemand, der ständig Dämonen austreibt, beide kann man nicht vergleichen. Wenn du ständig ein Reich zerstörst, die kennen dich in diesem Reich. Okay? Es ist mir was passiert. Ich habe für eine Frau gebetet am Telefon. Die Dämon sagt mir, wir waren in Hamburg, du hast uns ausgetrieben. Wir waren in Frankreich, du hast uns ausgetrieben. Warum treibst du uns jetzt wieder in Marburg? Es war am Telefon. Ich habe Gott gefragt, wie? Sag ja, erinnere, du hast dieselbe Art von Geist bei jemandem, der in Hamburg war, bei jemandem, der in Paris war.
Okay? Du treibst einen Dämon, der Ehebruch bei jemandem in Hamburg. Und treibst einen Dämon, der Ehebruch bei jemandem in Paris. Du treibst einen Dämon, die wissen das in der geistigen Welt. Amen. Die können deine Autorität in Befreiung erkennen. Die können deine Autorität in Heilung erkennen. Die können deine Autorität erkennen. Deswegen die sieben Söhne Sceva sagen, wir kennen Paulus, wir wissen, wer Jesus ist, aber ihr, wer seid ihr? Jeder Kind Gottes hat Autorität, hat Kraft bekommen. Jeder Kind Gottes, neugeborene Kind Gottes. Aber du sollst ausgeübt werden. Deswegen, wenn wir Dämonen austreiben, ich rufe Brüder, Schwestern, komm und bete. Warum? Ihr müsst ausüben, zu gebieten. Je mehr ihr ausübt, desto mehr wächst ihr in Autorität. Je mehr, ich habe jemanden gesehen bei mir zu Hause, hat sich bekehrt am selben Tag. Wir waren am Beten. Die Kraft Gottes kam über diese junge Dame. Die ist aufgestanden mit Wut. Der Dämon ist ausgefallen. Diese junge Bekehrte, lieber flehe ich weg. Die hat Vollmacht manifestiert. Versteht ihr? Je mehr du arbeitest in diese Richtung. Deswegen, während ich unterwegs bin, zum Beispiel, ich bin eingeladen zu dienen in Brasilien. Ich werde immer 2, 3, 4 Leute mitnehmen. Immer. Aber das Problem ist manchmal, die Gemeinde haben nicht genug Geld, um 5 Tickets zu bezahlen. Deswegen, wenn ich Leute nehme, wenn wir genug Geld in die Kasse haben, nehmen wir Geld, bezahlen wir die Flugticket für Leute. Aber die, die sich leisten können, können bezahlen. Warum? Ein Mann Gottes zu begleiten, bringt dir sehr viel. Warum? Du lernst, in Dienst zu wandeln. Du lernst, in Autorität zu wandeln. Du gehst in ein fremdes Land, wo du dienst. Wir waren Elfenbeinküsten. Die Brüder haben gedient bis zum Umfallen. Die sind andere Geister begegnet dort. Die sind andere Verletzungen begegnet dort. Wir waren in der Gemeinde, Kinder haben geweint, Frauen haben geweint, alle haben geweint. Andere Art von Verletzungen, die wir hier nicht haben. Und es war eine wir waren in Israel, wir haben dort gedient, überall. Ich kann nicht als Prophet allein unterwegs sein. Ich muss immer Leute mitnehmen, die mich in Fürbitte unterstützen, die auch mitlernen zu dienen. Einmal war in Israel, Gott sagt mir, du übergib jemand anders zu predigen. Ich habe Tobi gerufen, Tobi, du predigst. Er musste vor 70 Leute stehen und predigen. Und Gott war mit ihm. Am Ende habe ich mitgebetet. Okay? Wir können irgendwo sein, Gott sagt, gib mal die Schwester, predigt und die leitet das Gebet. Ich muss gehorsam sein. Deswegen, ein Mann Gottes muss sehr empfindsam sein. Eine Frau Gottes, hören auf den Geist. Nicht sagen, ich bin der Mann Gottes, ich bin der, der immer predigen soll, der immer leiten soll. Nein, nein. Ich kenne Gemeinde, solange du kein Pastor bist, der Pastor gibt dir nichts zu predigen. Er predigt allein, von Montag bis Sonntag. Aber hier machen wir nicht. Ich möchte, dass jeder, der berufen ist zu dienen, ja, predigt. Je mehr ihr predigt, desto mehr wächst ihr. Aber ich möchte nicht nur, dass ihr hier vorne kommt und predigt. Ich möchte auch sehen, dass ihr anfängt, die Kraft zu manifestieren. Dass sie anfängt, die Gabe zu manifestieren. Während du am Predigen bist, bleib nicht da, du musst alles lesen. Nein, schau die Leute. Du kannst dort sehen, gerade etwas bewegt sich dort. Du kannst sehen, das Feuer ist auf der Schwester gefallen. Du kannst sehen, da der Bruder, ein Engel steht in der Nähe. Du kannst das sehen, während du hier vorne bist. Du musst nur empfindsam sein. Nicht einfach auf deine, alles was du geschrieben hast, du musst das alles lesen. Nein, schau, Heiliger Geist, was passiert gerade im Raum? Während du predigst, plötzlich kannst du sehen, ein Geist der Ablenkung bewegt sich im Raum. Kinder sind so abgelenkt. Du stopp es mal, sag, lass uns mal kurz aufstehen. Mekatari Bakaria, im Namen Jesus Christus, das Blut des Lammes bringt Ordnung. Und dann machst du weiter. Na, das lernst du, je mehr du in diese Sache bist. Wir müssen üben, zu predigen. Deswegen mache ich so,
Dienstag, einer der Ersten kommt vorne und bringt 20 Minuten, 30 Minuten Wort. Weil Dienstag ein Gebettag ist. Aber ich lasse immer die ersten 20, 30 Minuten für alle Leute, die lernen möchten zu predigen, dass sie vorne kommen, auch predigen. Ja? Die an eure Geschwister sind schon gewachsen, die können schon predigen. Aber ich möchte auch andere sehen, die 15 Minuten vorne kommen, Frauen oder Mann. Du brauchst dich nicht zu schämen, 15 Minuten, dass du etwas vorbereitet. Ich kann dich überraschen, du komm hier, sag, geh vorne, du bring uns 15 Minuten. Ich brauche Vorbereitung. Im Himmel muss man nicht mehr vorbereitet sein. Wenn du mir sagst, du brauchst Vorbereitung, dass wir heute studieren, das Wort nicht zu Hause. Amen. Du sollst jederzeit bereit sein. Es könnte sein, dass plötzlich alle Leiter waren in Frankfurt zu predigen und die sollen kommen am Sonntagmorgen. Die sind blockiert am Sonntag. Wer soll predigen? Der studiert hat. Wer hat studiert? Ihr habt alle studiert. So ist es im Reich Gottes. Glaub nicht, dass du wirst hier 3-4 Jahre sitzen und nichts machen. Du täuscht dich. Lieber fliehst du weg ab jetzt. Nein. Glaub nicht, das erste Mal, wo ich Birgit oder Tobi vorne, die waren alle überrascht, aber die musste vorne kommen. Deswegen, wenn du schon 2 Jahre hier bist, du musst manchmal langsam die Uhr zählen. Sag nicht, ich bin schwach. Gott braucht die Schwache. Sag nicht, ich kann nicht reden. Gott will durch deinen Mund reden. Du kannst keine Ausrede finden. Ich bin noch nicht befreit. Denkst du, ich bin komplett befreit, der hier vorne steht? Du kannst keine Ausrede bringen mit dem Heiligen Geist. Das, was wir verlangen, ist, dass du geisterfüllt bist. Dass du im Geist erfüllt, dass du danach strebst, Gott zu gehorchen. Wirklich nur gehorsame Leute können vorne stehen. Wenn du ungehorsam bist, der Einzige, der mir Nein sagen kann, ich gehe nicht vorne, ist der, der in Sünde lebt. Der Tag, wo ich vor dir stehe, du sagst, du bringst Wort, du sagst, nein, ich weiß, du lebst in Sünde. Gell? Der Einzige, der Nein sagen kann, ich habe kein Wort. Das bedeutet, hier, um abzulehnen, vorne zu kommen, das bedeutet, du lebst in Sünde. Okay? Jeder, der nicht in Sünde lebt und der neugeborene Christ ist, muss in der Lage, nur für 5 Minuten hier uns zu ermutigen. Wenn du sagst, nee, ich kenne nichts, hast du den Heiligen Geist? Ja. Liest du das Wort? Ja. Das bedeutet, du empfängst auch etwas. Aber empfängst du das nur für dich allein oder du musst auch teilen? Wenn ich bei dir zum Besuch komme, du isst, du willst auch mitteilen. Okay? So müssen wir in diese Gesinnung wachsen. Dass du nicht hier bist, um zu sitzen, empfangen, 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 empfangen. Nein. Irgendwann musst du in der Lage sein, Frauenseminar hier zu halten. Die Frauen haben schon Seminar hier, haben schon hier vorne. Die haben uns über der Stifthütte, ne, wo wir 4 Frauen hier vorne hatten. Einer ist gekommen, hat was gebracht, an nächste Frauen. Es war nicht Frauenseminar, es war die Gemeinde. Aber Frauen haben uns Lehren am Donnerstag. Manchmal mache ich Gruppenlehren. Gruppenlehre bedeutet, ich sage Linda, ich sage Anastasia, ich sage Birgit, ihr bereitet dieses Thema für Donnerstag. Und dann verschwinde ich. Und Donnerstag bringt ihr dieses Thema. Ihr müsst, wie ihr euch koordiniert, wie ihr euch organisiert, ist euch überlassen. Aber ihr wisst, Donnerstag, ihr seid vorne. Ob einer erstmal vorne kommt, die nächste kommt und so weiter. So will ich machen. Warum? Das führt dazu, dass ihr zusammen studiert, ihr zusammen wächst, dass ihr das in dem Wort Gottes geht. Schwester, ich habe das gesehen. Ich denke, wir müssen, Gott hat mir das gesagt und du und so weiter. Und so können wir erkennen, wer welche Begabung hat, wer welche Berufung hat, wer welcher Dienst. Nicht beim Sitzen. Ich kann erkennen, welche Berufung du hast. Aber die Gemeinde kann das erkennen, wie du dich vorne bewegst. Wenn ihr Shio vorne seht, was seht ihr? Wenn ihr Ruth hier vorne seht, was seht ihr? Was seht ihr? Nachdem ihr Shio hier vorne gesehen habt, nachdem ihr Ruth hier vorne gesehen habt, nachdem ihr Grace und der Big, könnt ihr sagen, Frauen dürfen nicht dienen? Seid ihr,
wenn Ruth hier vorne steht, seid ihr nicht ernährt? Ich bin der Erste, der ernährt bin, wenn Schei oder alle Geschwister, die Frauen hier vorne kommen. Oder? Männer, sag mir, Tobi, seid ihr nicht ernährt, wenn die Frauen hier vorne kommen? Wer kam zu diesem Gedanken, dass Frauen nicht dienen dürfen? Solche Gedanken bringen Tod in die Gemeinde. Okay? Denn derselbe Heilige Geist, der in Männern ist, ist auch in Frauen. Und derselbe, wenn der Geist Gottes in jemanden kommt, was bringt er? Kraft. Wofür dient diese Kraft? Um Leute zu schlagen? Nein, um das Wort zu verkündigen. Um Menschen zu heilen. Ist dieselbe Kraft, die in Männern ist, dieselbe Kraft wie in Frauen? Okay, was bringt noch der Heilige Geist? Die Frucht. Sind die Frucht in Männern unterschiedlich wie die Frucht in Frauen? Gibt weibliche Frucht und männliche Frucht? Vielleicht gibt die Liebe, der Demut. Demut ist für Männer, Liebe ist für Frauen. Nein. Nein. Wenn der Heilige Geist in jemanden kommt, was bringt er? Die Dienste. Es könnte Diakon, es könnte egal was. Aber ist es männlich oder weiblich? Ihr versteht schon, was Gott uns sagt. Der Dienst. Wenn man sagt, die Frau darf keine Autorität. Die Frau zu Hause darf keine Autorität wie ihr Ehemann sein. Was ist mit Frauen, die nicht verheiratet sind? Der Dienst. Wenn du selbst sagst, weil man mir gesagt hat, Frauen dürfen nicht dienen und dienen nicht, du widerstehst dem Heiligen Geist. Die Frage ist, Menschen haben gesagt, was sagt dir der Heilige Geist? Was sagt dir der Heilige Geist? Geht nach Hause und sagt, man hat mir immer gesagt, Frauen dürfen nicht dienen. Aber ich studiere das Wort, ich sehe das anders. Aber ich möchte tun, was Menschen, nein, ich möchte tun, was der Heilige Geist. Es ist keine Rebellion. Autorität. Zweitens, was der Segen der Gemeinde bringt, ist, dass die Gemeinde soll ein Haus des Gebets sein. Wie haben die den Heiligen Geist empfangen? Wo waren die? Ja? Beisammen in einer Hausgemeinde. Was haben die gemacht? Gebetet, 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 bis der Geist Gottes kam. Amen. Die Gemeinde soll ein Haus des Gebets, nicht ein Haus der Konzert, 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 Event, Event, Event. Nein. Bevor man mir aus, ich habe nicht gegen Event, aber bevor ich Event hier organisiere, ich möchte Gebet sehen. Bevor ich Konzert organisiere, das Gebet verändert die Gesinnung. Das Gebet verändert Menschen. Das Gebet verbindet uns mit Gott. Das Haus Gottes ist ein Haus des Gebets. Ein Haus, der nicht betet, ist ein ausgeliefertes Haus. Als die Engel kamen, um Abraham zu begegnen, wo war Abraham? Als die Engel vorbeigingen nach Sodom und Gomorra, wo war Abraham? Am Tor des Zelts. Als er die sah, was hat er gemacht? Was machte er? Er ist zu ihnen entgegengegangen. Das ist das Gebet. Das ist das Gebet. Jedes Mal, wo du an der Tore deines Lebens stehst, du wirst Gott sehen. Jedes Mal, wo du an der Tore deines Lebens stehst, du wirst den Feind von fern erkennen. Du wirst ihn schlagen, bevor er mal denkt, dich zu schlagen. Gott erwartet, dass wir aktiv sind im Geist. Abraham, hat David gewartet, dass Goliath kommt? Ja? Er hat nicht gewartet. Was hat er gemacht? Ja, hat gehandelt. Das ist das Leben ein Christen. Keine Passivität, sondern aktiv sein. Durch Gebet. Das Gebet baut in dir Kraft. Das Gebet macht aus dir ein Überwinder. Das Gebet macht aus dir ein Ausharrender im Leben. Das Gebet hilft dir immer, die gute Entscheidung zu treffen. Jemand, der nicht betet, ist immer verzweifelt. Immer verzweifelt. Immer verzweifelt. Jemand, der nicht betet, ist immer verzweifelt.
hat Angst zu vermasseln, hat Angst, falsche Entscheidungen zu treffen. Aber jemand, der ständig in der Gegenwart Gottes, er hat Zuversicht, hat die Gewissheit, er ist beständig in seinen Wegen, weil er ist in der Gegenwart Gottes. Er vertraut Gott, er betet Gott an, er lobt Gott, er sucht nach Gott, auch wenn es ihm schlecht geht, auch wenn es Umwege gibt, er zittert nicht. Er ist beständig und er sucht immer nach Menschen, die nach demselben streben. Wenn du betest und verbindest dich ständig mit Leuten, die nicht beten und keine Lust haben zu beten, du wirst aufhören zu beten. Streb immer danach, dich mit Leuten zu verbinden, die diese Sehnsucht nach Gott hat, diese Lust nach Gott haben. Auch wenn solche Leute, manchmal haben die mehr Probleme wie du, aber die sind immer voller Freude. Solche Leute, manchmal haben die mehr Anfechtung wie du, aber du kannst das nicht mal erkennen, wenn du die nicht nachkommst. Solche Leute haben nicht mal was zum Essen zu Hause, aber du kannst das nicht mal erkennen. Die haben gelernt, ihre Vertrauen an Gott zu bauen. Die vertrauen den Herrn. Wisst ihr, meine Oma oder mein Opa hat mir was erzählt. Damals gab es nichts zum Essen zu Hause. Es gab wirklich, oder war nach dem Krieg und so weiter. Was haben die älteren Frauen gemacht? Haben Steine im Topf gelegt, haben Feuer angezündet, haben abgedeckt. Die Kinder wussten, es kommt Essen. Die Kinder haben gewartet, gewartet, gewartet. Die haben nie aufgehört, weil ich gedacht habe, das Topf ist im Feuer. Und die Oma haben immer Hoffnung gehabt, bevor der Sohn runtergeht, für wenn was zum Essen. Und die haben immer geschafft, die Kinder zu ernähren. Das Gebet behält dich, baut in dir die Hoffnung. Wenn alles zugrunde geht, das Gebet, jemand, der viel betet, sein Leben ist wie der Unterleib einer Frau. Er muss Segen gebären. Er muss Leben gebären. Er muss Sieg gebären. Er muss Ermutigung gebären. Deswegen, er ist immer in der Position der Geburt. Das Gebet ist ein Geburt. Wenn Gott dir eine Vision gibt, eine Gemeinde zu bauen, dann diese Vision kann nur ins Gebet getragen und durch das Gebet geboren werden. Wenn Gott dir eine Vision für ein Geschäft gibt, diese Vision kann nur ins Gebet getragen werden und durch Gebet geboren werden. Wenn Gott dir eine Ehe gibt, eine zukünftige Frau. Ab dem Tag, wo du weißt, ich werde diese Frau heiraten, verbring jede Minute mit dem Namen der Frau ins Gebet. Mit dieser Ehe ins Gebet. Herr, ich möchte diese Frau heiraten. Gib mir zeig mir, aus welchem Fundament besteht das Leben dieser Frau? Herr, aus welchem Fundament besteht ihre Familie, Herr? Im Namen Jesu, Gott wird dir die Fundament zeigen. Er wird sagen, diese Familie, die Fundament sind aus Flug gebaut. Die haben viele Leute ermordet vor 5, 6 Generationen. Das Blut redet gegen diese Familie. Warum zeigt dir Gott das? Ist es, um dir Angst zu machen? Nein. Erstens, um dich vorzubereiten. Zweitens, damit du dagegen betest. Drittens, damit du die Frau mit der Gemeinde in Befreiung bringst. Oder den Mann in Befreiung bringst. Warum? Wenn du aus falschem Fundament entstanden bist, deine Frau aus falschem Fundament, ihr heiratet, was passiert? Ja. Die Frau kam aus einer Familie, wo Verletzung, Ablehnung, Bitterkeit, und du kamst aus einer Familie, 2 Abgelehnte, die heiraten, es ist Katastrophe. Deswegen, die Gemeinde soll zusehen, wenn du merkst, du hast viel Ablehnung, such Jacek. Er soll dich seelsorgen. Halleluja. Habt ihr gehört? Ja, okay.
Er soll dich aufbauen. Sag, Jacek, ich möchte heiraten, aber ich habe so viel Verletzung, Bitterkeit. Bitte, bau mich auf. Ihr werdet in Wort gehen, Gebet gehen, Wort gehen, bis du merkst, du hast losgelassen. Du hast vergeben. Deine Schmerzen sind weg. Alles, du fühlst dich frei. Du kannst deine Vergewaltiger schauen, umarmen und sagen, ich segne euch. Du kannst deine Familie, die dich abgelehnt hat, segnen, sich freuen. Das bedeutet, du hast vergeben und vergessen. Und dann der Jacek sagt, ihr darfst in die Ehe gehen. Aber wenn du verbittert bist, zornig bist, Ablehnung, du gehst so, Katastrophe. Deswegen haben wir viel zu tun als Gemeinde. Aber die neue Generation, die heiratet, wir müssen Augen offen halten. Nicht, dass ihr in die Ehe geht, komplett vollkommen, nein. Aber bestimmte Wege müssen bearbeitet werden. Bestimmte Dinge. Es gibt Dinge, wo ich sage, geh nie in die Ehe, wenn du die Wege der Hexerei hast. Geh nicht in die Ehe, wenn du okkult unterwegs bist. Geh nie in die Ehe. Du möchtest heiraten und die Frau liebt Frauen. Sag, nee, ich heirate so eine Frau nicht. Der Mann ist angezogen von Männern. Sag, nee, ich werde so einen Mann nicht heiraten. Er ist nicht Christ. Er ist nicht bekehrt. Oder er ist nicht frei. Wenn du sagst, ich heirate trotzdem, Gott sagt, wunderbar, aber die Konsequenzen werde ich nicht mittragen. Gott trägt nie die Konsequenzen mit. Wir tragen selbst die Konsequenzen. Man geht nicht in der Ehe vollkommen, sondern wenn du merkst, ich möchte in der Ehe gehen, renn in die Gemeinde, such nach Hilfe. Lass das Mann an dir arbeiten. Du bist zu stolz und du gehst in der Ehe. Wenn deine Frau dich ermahnt, wie reagierst du mit Stolz? Und dann krackt in der Familie. Bei Stolz, Stolz, Stolz. Lass das die Gemeinde an dir arbeiten. Du hast genug Geschwister, die werden dich begleiten im Wort, dich ermahnen, dich stärken und so weiter. Amen. Ich meine, die Gemeinde muss zurück zu ihrer Aufgabe kehren. Wir müssen beten, dass die Gemeinde, endlich, die Gemeinde soll das Ort sein, der Erziehung, der Erbauung, der Wiederherstellung, der Heilung, der Befreiung, Sozialleben, nicht Partner im Internet suchen. Christ sucht Christ. Kennt ihr solche Homepage? Ah, da ist ein Experte, gell? Ja, du hast gesagt, wir kennen das nicht. Sagt uns. Ja. Was hat ihr erzählt? Rechtfertigung, gell? So verraten sich Leute, gell? Christ zu Christ. Nein, du brauchst kein Christ zu Christ. Du brauchst Christ zu Gemeinde, wo Christen sind. Du kommst in der Gemeinde, Gott zeigt dir eine Frau. Du gehst nicht zu der Frau, rede mit ihr. Geht erstmal, rede mit deinem Pastor oder mit der Leiterschaft und sag, hey, Leiter, seitdem ich hier bin, mein Herr, jedes Mal, wo ich die Frau sehe, ich höre kabum, kabum, kabum. Die Leiter werden dir sagen, deine kabum, schalte das aus, denn die Frau ist schon verlobt. Ja, weil die Leiterschaft weiß, wer verlobt ist. Aber wenn du jetzt zu der Frau sagst, Gott, auch. Dritten, die Kraft der Heilige Geist soll präsent sein, damit der Segen fließt. Was ist die Kraft der Heilige Geist? Was bewegt, dass Leute ihr Leben verändern? Durch die Kraft der Zeugnis. Okay? Wenn mein Bruder Daniel in die Gemeinde kommt, er predigt, aber er ist stolz, er lästert gegen Leute, kann auch sein Leben Zeugnis sein, euer Leben sich verändern. Weil er redet mit Kraft. Deswegen haben die gesagt, Jesus redet wie jemand, der Vollmacht hat, der Kraft hat. Denn sein Leben war Kraft, sein Leben war Zeugnis. Warum? Er war in die Wüste, Satan kam, um ihn zu prüfen. Du hast die Kraft, die Anfechtungen zu überwinden. Du hast die Kraft, jede Wege Satan zu überwinden. Es gibt keinen Weg Satan, wo du nicht überwinden kannst. Du
hast die Kraft in dir, Zigarette zu überwinden. Du hast die Kraft in dir, Alkoholismus, Besoffenheit zu überwinden. Du hast die Kraft, Pornografie zu überwinden. Du hast die Kraft, jede Perversion, sexuelle Perversion zu überwinden. Wenn du mir sagst, ich schaffe das nicht, dann hast du nicht die Kraft, hast du nicht den Heiligen Geist. Du hast diese Kraft. Nur den Willen. Wenn du die Kraft hast und du hast den Willen, nicht für Leute zu beten, wird etwas passieren? Nein. Wenn du die Kraft hast, du hast nicht den Willen, die Sünde abzulegen, egal wie viel Kraft du hast, du wirst immer fallen. Halleluja. Die Kraft des Geistes ist so lebensrelevant für die Gemeinde. Eine Gemeinde ohne Kraft ist eine Gemeinde, die unter Kontrolle des Satan ist. Warum? Wir haben Kraft und Autorität als Gemeinde. Als Jesus Christus in Lukas 10, Vers 19 seine Jünger aussandte, was sagte er? Ich gebe euch die Kraft, Vollmacht. Das ist die Kraft. Gegen was? Schlange und Skorpionen zu treten. Wer hat schon auf eine Schlange hergetreten? Ich kann sagen, ich. Sichtbare Schlange. Okay? Nicht getreten, sondern getötet oder gegessen. Wenn deine Katze zu Hause verschwindet, du weißt, wo du klingen kannst. Es tut mir leid, gell? Gott hat gesagt, alles ist, alles muss man, alles nimmt man mit Danksagung und alles, was Gott geschaffen hat, ist gut so. Ihr redet nicht jetzt, gell? Schildkröte, Schnecken, alles ist gut zum Essen. Frösche, Muschel, Schnecke, Katze, Hunde, es ist gut zum Essen. Halleluja. Ja, okay. Okay, wenn ich keine Kraft habe als Gemeinde, wir werden wachsen in Zahl, wir werden uns vergnügen, aber der Segen wird nicht fließen. Der Segen wird nicht fließen. Der Segen kommt nicht in der Gemeinde, weil Leute Geld bringen in die Gemeinde. Nein. Ihr könnt Geld bringen, aber ihr seid ungehorsam, der Segen fließt nicht. Ihr könnt Geld bringen, ihr betet nicht für die Heilung der Herzen, der Segen kommt nicht. Alles, was Jesus getan hat, gemäß Lukas 4, Vers 18 bis 19, das ist die Vision, was Gott ihm gab. Und er hat diese Vision erfüllt. Wir müssen als Gemeinde eine Vision haben. Und wir müssen diese Vision erfüllen. Die Gemeinde hat Lukas 4, Vers 18 bis 19 zu erfüllen. Jesaja 61 zu erfüllen. Wenn die Gemeinde nur eine davon ablehnt, der Segen kommt nicht. Man könnte sagen, wir beten für Heilung, aber wir treiben Dämonen nicht aus. Das ist falsch. Heilung mit Befreiung sind immer verbunden. Studier mal Markus, das Buch von Markus. Jedes Mal, wo Jesus Christus Dämonen ausgetrieben, die Person war geheilt. Jesus hat nie Heilung mit Befreiung getrennt. Ich lese Heilungsseminar. Heilungsseminar, Heilungsseminar, Heilungsseminar. Auch alle, fast die meisten Gemeinden in Mannheim machen Heilung, aber treiben Dämonen nicht aus. Warum? Weil die Dämonen die Kontrolle haben. Es tut mir leid, das so zu sagen. Man muss manchmal bestimmte Worte nutzen, damit Leute erwecken. Solange Gemeinde keine Befreiung machen, Satan wird die Gemeinde kontrollieren. Denn die Befreiung ist einer der Bereiche, wo du diese Vollmacht und Kraft ausübst. Je mehr du Befreiung machst, du übst Vollmacht und du wächst auch im Glauben, denn du gebietet, es geschieht. Du proklamiert, es passiert. Halleluja. Wir können von hier erstmal stoppen. Amen. Und wir machen am Sonntag, wir können das Thema oder nächste Woche beenden. Wir können aufstehen in der Gegenwart Gottes. Amen. Halleluja. Ja, Gott hat uns Gutes getan. Ja, ich habe auch viel empfangen, viel gelernt. Ich danke dem Herrn dafür. Wir wollen beten und sagen, Herr,
Wir wollen nicht die Eigenschaften einer Gemeinde haben oder die Eigenschaften einer Familie haben, die nicht gesegnet sind. Im Namen Jesus, in mein Haus soll keine Gesetzlichkeit geben, in mein Haus soll keine okkulte Werke geben, die der Segen blockieren kann. Halleluja, bete. In mein Haus soll keine Zweifel geben, in mein Haus, Halleluja, soll keine Zweifel geben, in mein Haus, ich lehne ab, Halleluja, dass die Sünde sich bewegt in mein Haus, ich lehne ab, dass, Halleluja, Mangel an Erkenntnisse, in mein Haus, ich lehne ab, alles, was der Segen Gottes blockieren kann. Alles, was die Bewegung des Heiligen Geistes blockieren kann. Meria baba baba baba. Ibakato ribakaro bokoria baba baba. Ye baba 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 baba. Ibakato ribakaro bose. Mekato ribakaro bosi. Ibaba baba 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 baba. Ikato ribakaria baba baba. Mekato ribakaro kotosi terebosa. Bete, bete, bete. Und sag, ich lehne ab, ohne Kraft Gott zu dienen. Es steht geschrieben, ihr werdet eine Kraft empfangen. Ich habe die Kraft in mir und ich möchte die Kraft ausüben. Im Namen Jesus Christus. Herr, gib mir den Wille, diese Kraft auszuüben. Gib mir den Wille, wir als Gemeinde in Deutschland, dass wir die Kraft ausüben, dass wir Autorität ausüben. Gib uns diese Kraft, Herr. Moria baba baba shekeria baba. Iba baba 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 she. Mekatoribaka. Alle Diener der Altar, du bist ein Diener der Altar. Ein Diener der Altar dient mit Kraft und Autorität. Sag Herr, gib mir die Kraft. Erfüll mich, Herr, mit deiner Autorität, mit deiner Kraft, mit deinen Werken, mit deinen Werkzeugen. Im Namen Jesus Christus, mit deiner Ausrüstung, Herr. Eba, ba, ba, ba. Damit ich ein Zeichner bin der Segen, damit ich ein Quelle des Segen bin in meiner Gemeinde, in dieser Nation, in meiner Familie, im Namen Jesus, im Namen Jesus, im Namen Jesus. Mekatori barioche, mi ba 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 ba, eba ba sotori ba ba ba, iba sotori ba karobose, mandore ba ba ba, eba ba 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 she, ma sotori ba karioche, iba ba 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 sotori barioche, iba sotori ba Carrobosi, mando ribaca robose terebebe, iba ba 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 ba, eba soto ribaca robose, ma soto ribaca ribose, iba ba 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 ba, eba ba 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 ba, me santo ribaca robose, ma soto ribaca yosho, iba ba 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 ba, eba soto ribaca yoshe. Bete, bete, bete. Sag in mein Haus, wird nichts geben, was, Halleluja, der Segen Gottes blockiert. Meine Zweifel verschwinden. Ich will nicht in Zweifel leben. Halleluja. Ich lehne ab, in Angst zu leben. Mein Gebiet ist mein Heiland. Der Heilige Geist ist mein Helfer in alle Bereiche meines Lebens. Der Heilige Geist bewegt sich mit mir. Er zeigt mir den Weg. Er bewegt sich mit mir. Er offenbart mir seine Gedanken. Im Namen Jesus Christus. Mekatore Baba. Iba sori ba ba ba, eba ba 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 ba, eba soto riba karo bosé, mando riba kario shendere bosé, masete riba karo bosi, iba ba 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 ba, eba soto riba kario bosé. In Name Jesus, Herr, befreie mich, Herr, befreie mich von jeder Blockade, von jeder Hindernisse, von jeder Mutlosigkeit. Befreie mich heute, Herr, befreie mich heute, Herr. Deklariere, ich bin ein Diener Gottes. Ich diene auf dem Altar Gottes mit dem Heiligen Geist. Sag, Herr, gib mir die Fülle des Geistes. Gib mir die Fülle, um die Vollkommenheit des Dienstes zu erfüllen. Gib mir die Fülle des Geistes im Namen Jesus Christus. Oh, die Fülle in mein Haus. Die Fülle in mein Haus. Die Fülle in mein Dienst. Gib mir, Vater, das Wort Gottes mit Freimütigkeit zu reden. Nimm mir alles weg, was mich blockieren kann, was meine Berufung blockieren kann, was mein Dienst blockieren kann. Nimm mir alles weg im Namen Jesus, alles, was der Segen in mir blockiert, alles, was der Segen in mein Leben blockiert. Marschete dia ba 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 ba. Oh re ba 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 ba, ye ba 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 shekeremos, ye ba 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 shoto re ba ba, iba soto riba karokotosa. In Name Jesus Christus, Halleluja. Ich bin Priester und Könige. Ich bin Priester und Könige. In Name Jesus Christus, Halleluja.
ich bin Christ, ich bin König, ich bin erkauft durch das Blut des Lammes. Im Namen Jesus, sag mit mir, der Fürst dieser Welt kommt und es gibt nichts von ihm in mir. Es gibt nichts von Satan in mir. Ich lehne ab alle Werke Satan, alle Werke der Finsternis, alle Verführung, Manipulation, manipulative Gedanken Satan. Ich lehne die ab in mein Haus, ich lehne die ab in mein Leben. Oh, lehn das ab. Lehn die Werke des Todes ab. Lehn die Werke des Todes. Manipulation, Verführung, Kontrolle, Überheblichkeit, Stolz, was der Segen blockieren kann, was der Dienst blockieren kann. Sag, ich lehne, ich trenne mich davon. Ich trenne mich davon. Ich trenne mich davon. Ich trenne mich davon. Herr, hilf mir. Herr, hilf mir. Herr, hilf mir. Maseteria, ba, 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 ba. Sag, Herr, hilf mir. Hilf mir. Halleluja. Nimm jede Schwachheit, was Satan in mir eingepflanzt hat. Nimm jede Müdigkeit, seelische Müdigkeit, geistliche Müdigkeit, körperliche Müdigkeit. Weg, 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 weg. Jede Same Satan. Weg, weg. Jede Lüge Satan. Ich höre nicht mehr auf der Lüge Satan. Mein Fokus ist auf Jesus. Mein Fokus ist auf Jesus. Mein Fokus ist nicht auf meine Probleme oder Sorge. Ich sorge mich um nichts, denn Jesus ist mein Gebieter. Bete, bete, bete. Es ist wichtig, solche Worte laut zu proklamieren. Proklamiere, proklamiere. Ich werde geduldig sein. Ich werde geduldig sein. Ich werde voller Demut, voller Sanftmut, voller Barmherzigkeit, voller Liebe, im Namen Jesus. Erfülle mich, Vater, mit der Eigenschaft der Jesus, mit derselben Eigenschaft der Jesus. Erfülle mein Haus, erfülle mein Leben. Mein Dienst soll geprägt werden mit Liebe, mit Geduld, mit Barmherzigkeit, mit Sanftmut, mit Geduld. Oh, Halleluja. Mein Dienst. Oh, ba, 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 ba. Denn es steht geschrieben, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Oh, ich bekomme neue Kraft heute. Sag, ich bekomme neue Kraft, um zu überwinden. Ich werde nicht mehr fallen. Ich werde nicht mehr fallen. Ich werde nicht mehr wanken. Ich werde nicht mehr hinken. Ich werde stabil bleiben. In alle Bereiche meines Lebens, in meiner Gesundheit, in meinen Finanzen, in meiner Ehe, in meiner Familie. Ich werde beständig bleiben. Im Namen Jesus Christus. Korea Baba Baba. Iba Shotore Baka Robose. Mekatori Baka Robose. Teria Baba. Iba Katori Baka Robose. Mashotori Baka Robos. Iba Baba Baba. Eba Baba Baba. Eba Baba Baba. Iba Katori Baka Rioshotori Baba Baba. Im Namen Jesus Christus. Oh Herr, ich danke dir für deine Liebe, dass du mich aufgebaut hast. Ich danke dir, dass du immer bei mir bist. Du gib mir die richtigen Ratschläge, Herr. Du führst mich, Halleluja, in deine Wege, Herr. Oh, sag Herr, ich liebe dich so sehr für alles, was du bist in meinem Leben. Du bist das Zentrum meines Lebens. Ich liebe dich mehr wie alle. Du bist das Ziel mein Leben, Herr. Ich möchte dir allein, dich allein in mein Leben haben. Du bist der Einzige, der in mein Herz wohnen kann, in mein Leben, meine Gedanken wohnen kann. Du bist der Einzige, der meine Gedanken erfüllen kann, mein Herz erfüllen, meine Sexualität erfüllen, alle Bereiche meines Lebens erfüllen. Oh, du bist meine Stärke, du bist meine Kraft, du bist mein Sieg, Herr. Jesus, ich liebe dich, Jesus. Ich liebe dich, Jesus. Ich liebe dich, ich liebe deine Gegenwart, ich liebe deine Nähe, ich liebe deine Gemeinschaft, ich liebe die Zeit mit dir, ich liebe jeden Moment mit dir. Jesus Christus, Halleluja. Oh, baba, baba, baba. Meine Eltern könnten den Preis nicht bezahlen, aber du hast den Preis bezahlt. Du allein, Herr, bist würdig, mein Leben zu führen. Du allein bist würdig, Jesus Christus. Oh, die Kraft des Geistes ist da. Gott stärke dich in der Autorität. Gott stärke dich in der Vollmacht, in der Kraft. Gott stärke dich, Halleluja. Er stärke dich, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir preisen dich, wir loben dich, denn du allein bist Gott, Herr.
Du übernimm die Kontrolle deiner Gemeinde in dieser Nation. Du übernimm die Kontrolle deiner Gemeinde. Wir danken dir dafür. Halleluja. Du hast uns nicht einsam gelassen. Du hast uns den Heiligen Geist gegeben. Vater, wir segnen unsere Kinder. Überall, wo wir sie sind, wir segnen die Kinder. Bewahrt unsere Kinder. Bewahrt unsere Familie. Bewahrt unsere Schwester Jutta, die im Krankenhaus gegangen ist. Bedeckt ihn mit dem Blut des Lammes. Halleluja. Nichts soll im Krankenhaus geschehen, was du nicht erlaubt hast, Herr. Schenk Heilung, die Heilung brauchen, die auf Rollstühle sind oder Lähmungen haben. Vater, lass die über natürliche Kraft Gottes die Heilung schenken. Die Heilung schenken. Lass die Salbung über die Beine fallen, über das Herz, der gelähmt ist, über das Gesicht, der gelähmt ist. Lass die Kraft Gottes fallen jetzt, Herr. Schenk Heilung, schenk die Freiheit. Oh Herr, wir danken dir, denn es geschieht gerade. Denn du sagst, betet, es wird euch gegeben. Halleluja. Der gerade im Rollstuhl sitzt, ich gebiete, dass du aufstehst im Namen Jesus Christus. Erlebe die Kraft Gottes, steh auf und lauf. Steh auf und lauf. Steh auf und lauf. Der Herzinfarkt erlebt hat. Erlebe Wiederherstellung Gottes. Im Namen Jesus. Erlebe die Wiederherstellung Gottes. Im Namen Jesus Christus. Diese Ehe, die am Wanken ist, die auf dem Weg der Zerstörung. Im Namen Jesus. Ich stoppe diese Zerstörung. Ich stoppe diese Scheidung, Eintrag im Namen Jesus. Ich gebiete Wiederherstellung. Wiederherstellung der Ehe, der Kinder, der Familie. Oh Herr, danke. Danke, 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 danke für den Sieg. Denn sie gegen die Werke des Feindes. Denn es steht geschrieben, der Teufel kommt um Stillen, Töten und Verderben. Aber du bist erschienen, damit deine Schafe das Leben haben. Wir danken dir für das Leben. Wir danken dir für den Sieg. Im Namen Jesus. Amen. Gott segne euch. Gott segne alle, die online dabei sind. Im Namen Jesus. Schick uns eure Zeugnisse, eure Ermutigung, eure Ermahnung, eure Kritik. Wir werden uns sehr, sehr freuen im Namen Jesus Christus, dass ihr Teil von uns seid, dass wir alle gemeinsam zum Leib Christi gehört, dass ihr von Nord, West, Süd, Ost, Deutschland schaue. Der Herr segne euch. Teilt die Video weiter im Namen Jesus Christus. Ermutigt Leute anzuschauen. Und ein Video kann eine Familie retten. Ein Video kann jemand. Wir haben schon Zeugnis gehabt, dass Leute Befreiung erlebt haben, während die mitgebetet haben. Deswegen nimm nicht diese Video für dich allein. Schick weiter an Leute, die sollen abonnieren und so weiter. Es geht nicht darum, dass Tabernakel ein großer Name wird. Nein, es geht darum, Gott hat uns eine Vision gegeben, gemäß Apostelgeschichte 15, Vers 15 bis 16. Halleluja, dass der Herr wird kommen und er wird seine Hütte in Deutschland bauen. Das Ziel unserer Vision ist, Dienste zu erwecken. Die fünffältige Dienste soll zurückkommen in Deutschland. Halleluja. Dafür brauchen wir Propheten, Apostel, Lehrer, Evangelisten, Pastoren. Wir wollen noch die Gabe der Dienste, die Gabe des Geistes in Deutschland in Bewegung sehen. Eigentlich, wir wollen Erweckung. Durch Erweckung gibt es die Dienste, gibt es die Gabe. Halleluja. Die Gemeinde in Deutschland soll wieder erweckt werden. Aber durch dich und durch mich. Denn jeder von uns trägt die Verantwortung über den Zustand der Gemeinde. Wenn deine Gemeinde dir gefällt, der Zustand dir gefällt und es ist dir genug, dann hast du nicht verstanden, worum es geht. Aber wenn du die Gemeinde beobachtest und schaust den Zustand und sagst, Herr, ich trete in die Risse für die Gemeinde in dieser Nation. Es kann nicht sein, dass das Land der Reformation so gestorben ist. Es kann nicht sein. Etwas ist geschehen. Wir haben Satan, wir waren nicht wachsam. Und Satan ist eingedrungen, hat seine Samen in die Gemeinde. Deswegen sieht man Nachlässigkeit, Sünde, Faulheit, falsche Lehre, Homosexualität, alle mögliche Abfall ist in die Gemeinde. Gott hat zugelassen, aber das Gericht fängt in die Gemeinde. Gott segne dich. Komm gut nach Hause.